Für die meisten Leute ist der Amazonas ein unentdecktes Naturparadies. Ich lebe in diesem Gebiet und ich arbeite hier. Seit über 16 Jahren mache ich Versorgungsflüge für die Menschen in dieser Region. Ich bin für sie die Verbindung zur Zivilisation. Bei den Aero Andino sind wir auf ein Flugzeug angewiesen, das mit den schwierigsten Bedingungen klarkommt. Im ganzen Gebiet gibt es keine andere Maschine, die hier landen kann. Das schafft nur der Pilatus Porter PC-6. 100 Meter Piste braucht er. Und wenn es sein muss, auch weniger. 1959 erfunden und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt, wird der Pilatus Porter immer noch gebaut und erfolgreich in der ganzen Welt verkauft. Er ist sehr sparsam im Verbrauch und einfach im Unterhalt. Und vor allem ist er zuverlässig und robust. Der Pilatus Porter PC-6 ist eigentlich genau so hart im Nähen wie die Menschen hier im peruanischen Dschungel. Accidents happen all the time, wherever you are. Which is why we have to be able to get to the furthest locations as quickly as possible. We operate a fleet of more than 30 PC-12s. These tried and tested multi-purpose aircraft from Switzerland provide ample space for patients, equipment and rescue personnel. And they can land anywhere, even on dirt and gravel strips. Thanks to Pilatus aircraft, people in the Australian outback can depend on us to get to them quickly when they need us. Wherever, whenever. We save lives across Australia. Seit 1939 entwickelt wir bei der Pilatus Flugzeuge für die ganze Welt. In dieser langen Zeit haben wir mehrere Maschinen auf den Markt gebracht, die rund um den Globus einen erstklassigen Ruf geniessen und zu Klassikern geworden sind. Wie beispielsweise der Pilatus Porter PC-6 mit seinen unglaublichen Flugeigenschaften. Oder Trainingsflugzeuge PC-7 Mark II und PC-9M. Angehende Militärpiloten werden mit diesen Modellen ausgebildet. Ein neues Flugzeug besteht aus zigtausend Einzelteilen. Unsere Produktionsprozesse und Materialien müssen immer höchste Ansprüche erfüllen. Wie beispielsweise beim Fräsen oder Drehen von Titan oder Aluminium auf kleinen und grossen Maschinen. Oder beim Herstellen von äußerst leichten und widerstandsfähigen Kunststoffteilen. Abschließend wird die Qualität von allen Bauteilen minutiös geprüft. Alles erfordert einen spezifischen und komplexen Produktionsablauf. Der Grundstein unserer Forschung und Entwicklung ist ein internationales Team aus über 300 Ingenieurinnen und Ingenieuren. Wir begleiten die Entwicklung eines neuen Flugzeugtyps über Konzeptstudien, Design, Prototyp, Flugtest und Zertifizierungsphase bis hin zur Übergabe des Projekts an unsere Produktion. Wie bei unserem neuesten Trainingsflugzeug, dem Pilatus PC-21. Das modernste Schulungsflugzeug für Militärpiloten, das auf dem Markt erhältlich ist. Les forces aériennes suisses préconisent depuis longtemps les avions de Pilatus. Nous utilisons le Pilatus Porter PC-6, le PC-7, le PC-9 et maintenant aussi le PC-21, sur lequel nous entraînons tous nos futurs jet pilotes.
À la fin de la période de formation sur le PC-21, les candidats peuvent passer directement au FA 18 Hornet. Cela est possible car le PC-21 peut simuler les systèmes du fighter jet. L'élève est ainsi familiarisé à la technique du jet dès la première heure de vol. Un concept extrêmement efficace, économique et en même temps écologique, qui peut être utilisé avec succès par les meilleures forces aériennes dans le monde entier. بدأت الشراكة مع القوات الجوية والدفاع الجوي بدولة الإمارات من 30 سنة مضت حينما سلمت أول طائرة موديل PC-7. إننا في الوقت الحالي نشغل أسطولاً مكوناً من 25 طائرة موديل PC-21. إننا نستعمل الطائرات موديل PC-21 لأنها مصممة لتتناسب مع ظروف الصحراء الصعبة. درجات الحرارة عالية جداً وحبات الرمال الناعمة تصدم المروحة والتوربينات كلما طرنا في مهمة، لكن الطائرات PC-21 تتحمل كل هذا. من المدهش تذكر أنها صممت في البرد في سويسرا البعيدة. لدينا الآن هنا في العين مركز تدريب رفيع المستوى تم تطويره وتجهيزه من قبل بيلاتوس. إننا نقوم بتدريب الطيارين العسكريين المتدربين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونستعمل طائرة تدريب القرن 21 طائرة بيلاتوس موديل PC-21 إلى جانب أجهزة المحاكاة ومساعدات التدريب. لقد توصلنا لتخفيض زمن تدريب الطيارين بقدر كبير جدا، وبالتالي يتم ادخار المصروفات والموارد. Die, die bei uns arbeiten, müssen Visionen haben. Wir bei Pilatus denken über neue Konzepte nach, entwickeln und bauen Flugzeuge. Hier in Stanz im Herzen der Schweiz. Äußerst innovative Produkte, die höchsten Standards erfüllen. Und gleichzeitig müssen unsere Flugzeuge ökologisch und nachhaltig sein. Die Umweltzertifizierung ISO 14001 ist für uns schon lange eine Selbstverständlichkeit. Nur wer in allen Bereichen innovativ ist, kann auf Dauer in diesem Markt bestehen. Wegen dem haben wir den PC-24 erschaffen. Der weltweit erste Business Jet made in Switzerland, der auf der Naturpiste starten und landen kann. Ich denke gerne daran zurück, wie wir unser neuestes Flaggschiff der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Und wie er zum ersten Mal geflogen ist. 24 wir bauen Flugzeuge mit Leidenschaft. Und unsere Kunden haben immer Vorrang. Das ist unser Leitbild. Wir verstehen sie und sie verstehen uns. Darum kommen sie auch immer wieder zu Pilatus zurück. Unsere Mitarbeitenden stehen für unseren Erfolg. Wir beschäftigen rund 2000 Leute aus über 30 verschiedenen Nationen. Darunter auch mehr als 100 Lernende in 11 verschiedenen Berufen. Aber wir haben nicht nur Mitarbeitende in der Schweiz. Pilatus hat Tochtergesellschaften in den USA, in Australien, im Mittleren Osten und in China. Nach dem Verkauf betreuen wir unsere Kunden persönlich vor Ort. Unser Service gilt als einer der besten in der Branche und ist vielfach ausgezeichnet worden. Zusammen sind wir das, was diese Firma ausmacht. Zusammen sind wir Pilatus.